Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du diesen süßen Pilz nachregeln kannst. Es geht wirklich ganz, ganz einfach. Ich finde, das sieht klasse aus. Das kannst du als Deko benutzen, Herbstdeko oder auch für den Adventskranz, wie ich finde. Ich zeige dir eben noch, was ich dafür gebraucht habe, was für eine Wolle ich benutzt habe. Und ja, los geht's. Dann zeige ich euch doch erstmal, welche Wolle ich benutze. Und zwar habe ich hier 100%ige Baumwolle. Einmal in einem Weißton und in einem Braunton. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe nehmen, die ihr zu Hause habt. Wichtig dabei ist, dass ihr die passende Häkelnadelstärke habt. In meinem Fall ist es die 2 mm. Ich beginne von oben nach unten, das heißt, wir beginnen mit Braun. Da ich ja sehr gerne mit magischen Ringen häkle, fangen wir auch hier mit einem magischen Ring an. Den mache ich, indem ich einfach den Faden so um den Finger wickel, meine Nadel da durchsteche. Das hier, ja, hat sich jetzt ein bisschen gedreht, ist mein Ring, worin ich arbeite. Und hier ist mein Faden. So, also nochmal für euch. Nehme den Faden einfach so um den Finger, gehe da mit meiner Nadel hinein und in diesem Ring arbeite ich. Wir häkeln 6 Maschen in diesem Ring. Das war die erste. So. Davon macht ihr insgesamt 6 Stück. Vier, fünf und sechs. Je nachdem, was für eine Wolle ihr nehmt, umso dicker eure Wolle ist und ihr eine größere Nadel habt, umso größer ist nachher auch das Ergebnis. Genau. Den Ring einmal schließen, so schaut es dann in etwa aus. Wir häkeln weiter in Spirale, das heißt, wir schließen diesen Ring nicht. Und in der nächsten Runde werden wir jede Masche verdoppeln. Das heißt, jetzt in der zweiten Runde, in jede Masche kommt eine Masche. Wir haben aktuell 6 Maschen und werden gleich, wenn wir unsere Runde fertig haben, insgesamt 12 Maschen haben. Also in die erste kommt unsere Nummer 1 und die Nummer 2. In die zweite Masche kommt Nummer 3 und Nummer 4. In die nächste Nummer 5 und die 6. Danach die 7 und die 8. In die nächste die 9 und die 10. Danach, das ist die letzte, da kommt die Nummer 11 und die Nummer 12 hinein. Das Ganze schließe ich nochmal, ziehe ich nochmal nach und aktuell schaut es dann so aus. Jetzt können wir uns hier eine Markierungshilfe nehmen. Dafür nehme ich mir jetzt hier so eine kräftige Farbe, so ein Neon-Orange. So, den setze ich mir hier oben rein. So, und jetzt kann ich weiter häkeln. Und zwar in der nächsten Runde, in unserer dritten Runde, werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Das heißt, in der ersten Masche machen wir eine und in die zweite, da häkeln wir 2 feste Maschen, denn diese wird verdoppelt. Und das machen wir jetzt immer abwechselnd, bis wir zu unserer Markierung angelangt sind. Wir hatten eben 12 Maschen und dürften dann
dürfen dann gleich insgesamt 18 Maschen haben. Am besten zählt ihr dann einfach. Dann ja, seid ihr sicher. Genau. Einmal bis zur Markierung, also immer abwechseln. Eine feste Masche in die zweite, zwei feste Maschen. Danach wieder eine feste Masche in die zweite, zwei feste Maschen. Eine feste Masche und in die zweite, da wieder zwei hinein. Dann wieder nur eine in die nächste, wieder zwei. Dann wieder nur eine. Und jetzt kommt hier die letzte Masche, die wird verdoppelt. So, und am besten zählt ihr jetzt nach. Es müssten insgesamt 18 Maschen sein. So schaut das Ganze dann aus. Die Markierung, die lege ich mir hier oben wieder rein. Und in der nächsten Runde geht es weiter mit Zunahmen. Und zwar haben wir aktuell 18 Maschen und werden jetzt in der vierten Runde jede dritte Masche verdoppeln. Wir haben aktuell 18 und müssten dann gleich insgesamt 24 Maschen haben. Also die erste, eine feste, in die zweite Masche, eine feste und in die dritte, da kommen zwei hinein, denn jede dritte wird verdoppelt. Das wieder einmal komplett bis zur Markierung. Wer es alleine machen möchte, kann das jetzt machen. Und wer es gerne mit mir zusammen machen möchte, für diejenigen häklich bis zum Ende. Also die erste, eine feste Masche, in die zweite, eine feste Masche und in die dritte, da kommen wieder zwei hinein. Und das wiederholen wir. Eine feste, in die nächste, eine feste, in die dritte, zwei feste Maschen. Und weiter geht's. Eine feste Masche in die zweite, eine feste Masche in die dritte. Da kommen wieder zwei feste Maschen hinein. Und weiter in die erste, eine feste Masche, die zweite, eine feste und in die dritte. Da kommen wieder zwei hinein. So, einmal müssen wir noch, also in die erste eine feste Masche, in die zweite eine feste Masche und in die dritte, da kommen wieder zwei hinein. So, nun schaut das Ganze so aus. Jetzt werden wir nur feste Maschen häkeln, den setzen wir uns hier oben wieder hinein. In der nächsten Runde nur feste Maschen, das heißt keine Zunahmen, keine Abnahmen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wir machen erstmal zwei Runden und dann überlege ich, ob wir noch weitere Runde benötigen. Also zwei Runden nur feste Maschen, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Ja, wirklich ganz einfach. Ich würde sagen, das mache ich jetzt auch alleine, sonst wird dieses Video zu lang. Wahrscheinlich dann auch zu langweilig. Und melde mich dann einfach bei euch, wenn ich zwei Runden fertig gehäkelt habe. Bis später. So ihr Lieben, aktuell schaut es so aus. Ich habe insgesamt drei Runden gehäkelt. Also keine zwei, sondern es wurden drei. Genau. Dann möchte ich jetzt hier mit der neuen Farbe beginnen. Ich schneide den Faden jetzt hier einfach ab. Und häkeln mit der Farbe Weiß weiter. So schaut es aus. Das Ganze kann man auch jetzt hier verknoten. Da ist mein Weiß. Machen wir da einfach einen Knoten rein. So.
Und dann kann das Ganze dann nach innen. Guckt da auch nichts raus. So, wir machen mit Weiß weiter. Und zwar häkeln wir nicht mit der ganzen Masche. Also das wäre jetzt hier, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Nicht die und auch nicht die. Sondern wir häkeln nur mit diese innere, ja, was sich innen befindet, nicht die äußere zu uns. Nur diese innere hier. So, mit denen häkeln wir. Und zwar häkeln wir mit Abnahmen. Jede dritte Masche ist eine Abnahme. Wir haben aktuell 24 Maschen und dürften dann gleich wieder 18 haben. Also wir gehen hier in die erste, nur die Hälfte von innen. Und häkeln jetzt hier eine feste Masche. Das Ganze schaut so aus. Wir gehen in die nächste, eine feste Masche. Dann gehen wir in die dritte. Die ist nämlich eine Abnahme, das heißt, in der dritte holen wir den Faden. Wir gehen durch die vierte, holen erneut den Faden, holen hier oben den Faden und gehen durch alle drei Schlaufen. Dann war das jetzt hier die Abnahme. Eine feste, eine Abnahme. Und das wiederholen wir. Und zwar wieder komplett bis hier. Und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Einmal zeige ich es euch noch. Wir gehen hier in die erste. Eine feste Masche. Wir gehen in die zweite. Eine feste Masche. Wir gehen in die dritte. Holen den Faden. Gehen durch die vierte. Holen den Faden, da ziehe ich komplett nochmal hier rein. So, holen den Faden, dann von hier oben und durch alle drei Schlaufen. Das war wieder die Abnahme. Einmal bis hierhin und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun bin ich hier wieder angelangt. Die letzte war wieder eine Abnahme. Und so schaut das Ganze aus. In der nächsten Runde machen wir weiter mit Abnahmen. Und zwar ist jetzt hier jede zweite eine Abnahme. Wir häkeln wieder unsere Masche als komplett und nicht nur die innere. Ne? Also, jede zweite ist eine Abnahme. Jetzt könnt ihr euch hier auch eine Markierung reinsetzen, wenn ihr das wollt. Die erste, eine feste, durch die zweite, durch die dritte und durch alle drei Schlaufen, so wie wir es eben hatten. Und das ist die nächste Abnahme. Das zeige ich euch nochmal. Die erste, eine feste, die zweite und die dritte, eine Abnahme. Einmal komplett bis hier vorne hin und dann sehen wir uns wieder. Aktuell schaut das Ganze dann so aus. Wir haben hier vorne noch 12 Maschen. Genau. Das Ganze könnt ihr jetzt hier mit Füllmaterial befüllen. Ihr könnt es aber auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich mache es einfach später. Aber aktuell schaut es bei mir so aus. Und jetzt häkeln wir nur feste Maschen. Und zwar werde ich jetzt erstmal, ich denke, 4 Runden häkeln. Beziehungsweise ich erzähle euch gleich wieder, wie viele Runden ich tatsächlich gehäkelt habe. Einfach nur feste Maschen, immer diese 12, keine Zunahmen, keine Abnahmen, also wirklich ganz, ganz einfach.
nur feste Maschen in runden. Ich melde mich gleich nochmal bei euch und erzähle euch, wie viele Runden ich jetzt tatsächlich gehäkelt habe. Aktuell schaut das Ganze jetzt so aus. Wir werden jetzt in der nächsten Runde wieder Zunahmen machen. Und zwar wir haben aktuell 12 Maschen und jede zweite Masche ist eine Zunahme. Das heißt, wir dürften dann gleich insgesamt wieder 18 feste Masche haben. So, mein Markierungsfaden lege ich mir hier oben wieder rein. Und wir arbeiten mit Zunahmen. Jede zweite, also in die erste, da kommt eine feste Masche. Und hier, das ist die zweite, die wird verdoppelt. Da machen wir zwei hinein und das Ganze machen wir wieder abwechseln. Also jetzt in die nächste, da machen wir wieder eine feste Masche. Und die danach, da kommen wieder zwei hinein. Bis zu eurer Markierung und wenn ihr dann am Ende 18 Maschen habt, dann habt ihr es richtig gemacht. Nun haben wir hier oben wieder 18 Maschen. In der nächsten Runde machen wir wieder weiter mit Abnahmen. Vorher möchte ich das Ganze ein bisschen befüllen mit Füllmaterial. Ich kaufe meins gerne bei Amazon. Ich habe euch einen Link reingesetzt in der Videobeschreibung. Finde ich super gut. Kriegt ihr am nächsten Tag, habt ihr es zu Hause. Total praktisch. Und ja, habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Füllmaterial ist drin. Faden habe ich auch hochgezogen. Und in der nächsten Runde werden wir mit Abnahmen weitermachen. Jede zweite ist eine Abnahme. In die erste machen wir eine feste Masche und die zweite und die dritte ist wieder eine Abnahme. So, das macht ihr wieder eine Runde lang. Dann dürftet ihr am Ende insgesamt wieder 12 Maschen haben. Und ich melde mich, wenn ich hier wieder angelangt bin. Nun schaut das Ganze so aus. Wir haben oben aktuell 12 Maschen. In der nächsten Runde machen wir weiter mit Abnahmen. Und zwar insgesamt 6 Abnahmen. Dann haben wir gleich insgesamt noch 6 Maschen. Das heißt, jede Masche ist eine Abnahme. Wir gehen durch die erste, holen den Faden, durch die zweite Masche, holen den Faden und machen eine Abnahme. Das macht ihr einfach insgesamt 6 Mal. Und wenn ihr das habt, dann sehen wir uns wieder. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Wir nehmen den Faden, ziehen den hier einmal durch, lassen da was dran. Das brauchen wir nämlich jetzt zum Vernähen. Schneiden es dann ab. So, dann nehmen wir hier den Anfang. Dann braucht ihr eine Nähwollnadel. Jetzt habe ich leider hier oben nur diese dickere. Ich versuche es. Und zwar vernähen wir das Ganze jetzt einfach hier immer nur diese innere wieder. Die haben wir jetzt hier durch. Dann komme ich hier wieder raus. Und das mache ich einmal drumherum und ziehe immer nach, damit sich das Ganze schließt.
Noch einmal. So, dann ziehen wir das Ganze zusammen. So schaut es aus. Ich gehe jetzt hier irgendwo mit der Nadel durch und hole mir hier oben die Schnur ab. Ziehe diese dann einmal hier durch. So, lasse die hier oben verschwinden, modelliere das Ganze, schneide diese hier ab. So, das Ganze wird ein bisschen modelliert, so wie es einem gefällt. Und nun schaut mein Pelz so aus. Von oben so, was ich richtig super finde, schön bearbeitet. Seitlich so, hier unten allerdings die Ecke, hier die, wenn man in Spirale häkelt, dann ja, passiert sowas. Wenn ihr in Runden häkelt, wo ihr die Runden immer schließt, dann habt ihr hier einfach ein schönes Ergebnis. Finde ich aber nicht allzu schlimm. Und unten schaut es so aus, ne? Genau, finde ich mega cool. Herbstdeko oder aber auch für den Adventskranz, finde ich auch ganz hübsch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns ja schon wieder im nächsten Video. Tschüss!